Die Helge Payer Torwartschule ist schon seit vielen Jahren die Adresse für junge Nachwuchstorhüter. Der große Erfolg der Torwartschule veranlasste das Team rund um Ex-Nationalteam-Torhüter und Rapid-Legende Helge Payer zu einem Standortwechsel nach Linderbrunn. Ja, jetzt mittlerweile haben wir 120 Kinder, die jede Woche das ganze Jahr bei uns trainieren. Jetzt haben wir mittlerweile 14 Trainer, die sich um die Kinder kümmern. Und ja, deswegen haben wir den Schritt auch gewagt, weil wir einfach ständig wachsen. Wir waren jetzt in Himberg, wo wir sehr, sehr zufrieden waren, wo wir super Bedingungen gehabt haben. Und jetzt den nächsten Schritt, wenn wir eine Kraftkammer haben, wenn wir einen Wellnessbereich haben, wenn wir eine Indoorhalle haben, zwei Kunstrasenplätze und viele, viele Rasenplätze. Und das ist der nächste Schritt von unserer Schule. Wir haben internationale Trainer hier und wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kinder wirklich etwas lernen in dieser Woche. Das 14-köpfige Team stellt ein umfassendes Trainingsprogramm zusammen, das durch hohe Variation glänzt. Diese Abwechslung kommt auch bei den Jungen gut an. Man macht Koordination, man macht Fußtraining, man macht auch Fangtraining, alles ist dabei. Na, auf jeden Fall, also mir gefällt es auf jeden Fall gut, dass er auch mit Koordination und Balltechnik ist beim Damian und bei der Dani. Und beim Tormann-Training kommt man auch auf seine Kosten, wenn sie einmal gescheit anharzen. Also, das gefällt mir sehr gut. Ziel ist es, den Kindern eine technisch solide Torwartausbildung bieten zu können und Talente zu fördern. Für Helge Payer ist die Torwartschule eine echte Herzensangelegenheit, die mit viel Arbeit und Engagement verbunden ist. Ich versuche, einmal in der Woche hierher zu kommen, mache aber sehr viel auch im Hintergrund, was das Marketing betrifft, was die Sponsoren betrifft. Um die gehört es sich auch gekümmert und da ist viel zu tun. Die Trainer gehören eingeteilt und das Training gehört gemacht. Also es ist einiges zu tun. Um den Kindern zusätzliches Wissen mitgeben zu können, holt die Rapid-Legende auch gerne Stargäste in das Camp. Dieses Jahr war Körpersprachenexperte Stefan Werra zu Besuch. Bei Torhütern ist es wirklich entscheidend. Die Körpersprache bei Torhütern ist eines der entscheidendsten Faktoren, die es eigentlich gibt. Es ist mir ein Anliegen, Schülerinnen und Schülern die Körpersprache näher zu bringen. Vor einer ganzen Torhüterschule habe ich es noch nie gemacht und das war ein riesengroßer Spaß. Das Helge Payer Torwartcamp wieder einmal ein voller Erfolg und erfreut sich sicher auch in den nächsten Jahren hoher Beliebtheit.